Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Imperium Galactic Survival, und natürlich mit dem Toaster. Ahoi. Wie gerade in der kurzen Folge vorher angekündigt, wie gesagt, ein paar Probleme reingerannt. Wir starten wieder auf Omicron und hoffen, dass es viel Spaß gibt und der Heretic, der darf dann ein bisschen entspannter starten als wir, denn wenn er danach kommt, haben wir hoffentlich schon ein bisschen was gebaut. Gut, ich drück mal auf Start. Start. Doch, jetzt. Jetzt hat er es angenommen. So. Ja, also, wie gesagt, dieser Start der Empyrean-Folgen stand jetzt nicht unbedingt. Okay, you're Oh. approaching Omicron. Ich habe jetzt noch keine Info. All Planet Vessels ist. Repairing broken. Was? Was bitte? Bei mir hat er gerade gesagt, dass die planetaren Vessels ihre Thruster reparieren. Ich vermute, das soll so viel heißen wie: Es gibt im Moment keine aktiven planetaren Vessels, um uns ein bisschen Pause zu gönnen. Okay, ich bin auf der dunklen Seite gestrandet. Du auch? Nee, ich bin in einem Tal mit einem langgezogenen See. Okay. Und nicht nur das, hier gibt es überhaupt nichts Interessantes in der Nähe. Also keinerlei. Ich sammle erstmal mein Zeug ein. Okay, aber der Planet sieht anders aus. Ganz anders. Trotzdem wird das jetzt nicht einfach, weil wir müssen uns ja irgendwie treffen. So, erstmal Fraktionen gründen. Create HST, ne? Ja, nennen Sie so. Set? Ja, so. Das ist Und klar. dann haben Ich habe wir einen einen Verein. Applikanten und Accept und Promote. Kann ich dich Super. jetzt rausschmeißen? Nee, ich Okay. bin Owner. So, aber wo bist du denn jetzt? Da ist so ein von Gebirgen eingerahmter See auf der anderen Ja, Seite des wirklich, wir Planeten. stehen genau auf entgegengesetzten Seiten, glaube ich, des Planeten zueinander. Das ist Okay. doch nicht zu fassen. Aber damit müssen wir jetzt leben. Was hast du denn in Ja. der Nähe? Irgendwas Spannendes, irgendwelche Rohstoffe? Ich habe nämlich wirklich nichts Also ich habe gefunden. hier ein Silikonvorkommen. Also ich würde vorschlagen, ich werde nach links über den Planeten gehen und du vielleicht nach rechts und wir treffen uns bei dem See, der im Endeffekt dann in der Mitte zwischen uns beiden liegt, vielleicht. Der ist so nach Norden nicht begrenzt. Oder wir Und wo treffen dann halt uns. so ein massives Gebirge direkt darunter ist, bis Ja. zu dem nächsten See. Das wäre halt so Ist gut. relativ mittig zwischen uns, denke ich mal. Oder ist die andere Aha. Richtung kürzer? In der anderen Richtung habe ich, glaube ich, weniger Probleme, über die Berge rüberzukommen. Aber es ist vielleicht auch Einbildung. Es sieht Also, da flacher hast du halt aus. viel Berge dazwischen, ne? Ja, aber ich habe halt in der Richtung, wenn ich Richtung Westen weggehe, so Richtung Nordwesten, da ist es relativ. Vielleicht Okay, ist es also du auch gar möchtest nicht lieber nach schlecht. links über den Planeten laufen, sozusagen, also nach Westen. Warte mal, jetzt wo das alles ins Bild kommt. Nein, ich bin wie Mordor eingerahmt Genau. von hohen Bergen, die unüberwindlich sind. Also ich werde in jeder Richtung Schwierigkeiten haben. Das hatte ich befürchtet, aber trotzdem, ich würde dann sagen, also entscheide dich, du möchtest nach links oder nach rechts laufen, ich laufe dann in die andere Richtung, dir entgegen. Ich würde tatsächlich erstmal, weil ich nicht weiß, wie bald ich an was zu essen komme, hier in diesem See tauchen und ganz viel Seaweed sammeln, um daraus Seaweed-Snacks im Survival Constructor herzustellen, wenn es genehm ist. Und vielleicht kannst du dich bei dir umgucken, ob du irgendwie was. Also ich habe hier halt einen größeren See vor mir. Und das war's halt auch. Also danach ist hier halt gar nichts. Mal gucken, ich geh mal dahin runter, aber wie gesagt, auf der anderen Seite habe ich ein Silikondeposit. Tja, also das wird ein richtig unangenehmer Start. Aber hey, das ist ja irgendwie auch ganz cool. Die Idee, auf jeden Fall Nahrungsmittel über Seaweed zu machen, finde ich. Oh, das ist doch nicht wahr! Was los? Ich werde schon angegriffen! Von was denn? Das ist doch nicht wahr! Und ich habe die. Ah, nein! Geh da raus!
Du hast das Kupfer entdeckt. Ja, super! Verdammt ich nochmal, wo ist das Vieh? So, erstmal rasch die Waffe equippen und durchladen. Ja, aber nicht das Durchladen vergessen. Wir werden, bis wir uns begegnen, auf so viele Monster treffen, dass wir lieber versuchen müssen, wirklich denen zu entkommen, indem wir uns ins Wasser retten und so eine Geschichte. Ja, ja, ich glaube, wir können nicht so lange auf die schießen. Ich gehe jetzt auch mal unter Wasser und guck mal kurz, ob ich irgendwie Seaweed finde zum Essen. Am besten die Snacks glaube, daraus machen mit dem Survival-Konstruktor. Genau, genau, du brauchst immer drei davon jeweils. Okay. Wie schnell verderben die? Also die Seaweed selber? Weil man könnte es ja gar alternativ nicht. Auch... Die Snacks oder kein. Seaweed? Das Seaweed verdirbt nicht. Die Snacks, achso, kann ich jetzt gerade nicht sehen von hier aus. Ja, das ist super. Weil die Seaweed, die ich da nicht verbrauche, die kann ich ja dann... Hier in dem See gibt es kein Seaweed. Echt? Ich glaube ja. Dafür ist anscheinend nicht groß genug. Achso, sollte man vielleicht Licht anmachen, dann sehe ich auch noch ein bisschen weiter. Bin ich auch nicht viel. Okay, krass. Das wird herausfordernd. Aber bestimmt cool. So, aber nee, der scheint tatsächlich nicht groß genug zu sein für Seaweed, der See. Das heißt auch, dass ich halt... Gucken. Vielleicht, gut, wenn du dieses Gebirge umgehst zu dem großen See südlich davon, da dürftest du gute Chancen haben. Ja, mit Sicherheit. Aber ich würde mich halt lieber auf den Weg zu dir machen, damit wir halt nicht allzu lange brauchen, bis wir halt mal dann was zusammenbauen können. Aber jetzt sag mal, entscheide du dich für die Richtung. Ich glaube, das ist besser. Ich kann mich nicht. Also ich bewege mich jetzt gerade so nach Osten. Das heißt, du müsstest dich gucken, ob du dich nach Westen über den Berg drüber schlagen kannst. Okay. Ich meine, irgendwo wäre es ja auch ganz cool, in so einer Talsenke halt drin zu sein, aber ich glaube, das ist für die Beweglichkeit da nicht so geil. Eigentlich ist das Gebiet, wo ich bin, ziemlich cool, weil wir halt viel Flachland drumherum haben. Da muss ich mal gucken. Ja, das wäre eigentlich ziemlich geil, hier zu sein, wo ich gerade bin. Weil wir haben hier, wir könnten, wenn wir zum Beispiel bei dem unteren See hier wären, ne, von dem du gerade gesprochen hast, ja. Hätten viel Bewegungsfreiraum mit vielen glatten Flächen nach rechts und nach links. Na? Zumindest sieht das hier so aus. Und könnten halt einen relativ großen Bereich wahrscheinlich mit den Motorrädern abklappern. Aha. Na, also so wie sieht es zumindest aus. Ob dann oben nicht doch wieder Kluftenlandschaft ist. Kluften? Ach, du weißt schon, zerklüftete Landschaft ist. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Und ich habe nochmal Kupfer gefunden. Kupfer, Silikon und Kupfer. Also Eisen würde ich ja sofort abbauen. Obwohl, das Kupfer vielleicht auch. Ich gehe immer zu dem zweiten Kupfervorkommen, was ich gerade gefunden habe. Und gucken, ob ich da ein bisschen was Kupfer abbaue. Aber das könnte ja schon mal eventuell eine Erleichterung sein. So. Okay, selbst das hier. Das sieht hier aus wie kleine Hügel, aber es ist schon richtig gebirgig. Mal gucken. So, das kann ich auch mal noch equippen. So. Ja, jetzt seht ihr natürlich leider nicht, was der... Oder nimmst du jetzt auf? Nee, ne? Ich nehme auf, ja, und ich glaube, cool. Ich werde das sogar auch online stellen. Sehr cool. Iron! So. Oh, cool. Ich prüfe nur mal kurz, ob ich wirklich aufnehme. Aber sieht gut aus. Ich habe es auch mal kurz überprüft. Deswegen gab es gerade bei mir einen Windows-Ton. So, So, ich habe mir mal ein paar Orangen geschnappt. Sieht gut aus. Also, dann haben wir hier schon mal Eisen, Silikon und Kupfer. Also, ehrlich gesagt, die Stelle gefällt mir. Die sieht schon richtig gut aus. Okay, ja, ich versuche, mich dahin durchzuschlagen. Dann aber ich würde jetzt trotzdem erstmal den südlichen See besuchen, ob da Seetang drin ist. Das wäre schon sinnvoll, wenn der da ist. Auch schon wieder irgendwie Lärm auf dem linken Ohr. Ja, ich fliehe lieber.
Boah, zwei, na klar. Einer, vor dem ich fliehe und einer, an den ich reinrenne. Das macht doch Sinn. Boah, was hab ich denn hier für ein Pech, ey? Nee, abgehängt habe ich ihn anscheinend noch nicht. Ja, jetzt puckert mir das Herz. Der ist immer noch hinter mir, das ist doch nicht zu fassen. Komm schon, lass mich in Ruhe, ich will dir gar nichts tun. Zwing mich nicht, dich zu erschießen. Nochmal Eisen. Super. Der will dir nur das Eisen zeigen. Er jagt mich voll rein, ja. Was ist das überhaupt, was dich da verfolgt? So ein Greyman. Was? Na, so ein Grauer. Ach, die Dinger. Diese Alien-Teile da. Also. Ja, und da ist eine Spinne. Na klar. Jetzt muss ich vom... Jetzt wollte ich in Richtung des Eisendeposits gehen, wo ich mir dachte... Hey, ich habe Promethium gefunden. Ich habe auch schon einen kleinen Promethium. Okay, ich muss ihn erschießen. Ich habe jetzt keine... Dann geht mir. Kopfschüsse muss ich dir noch geben. Eisen wirst du denn noch finden. Boah. Schon wieder eine neue Ressource. Was habe ich denn diesmal gefunden? Eisen. Das ist doch nicht zu fassen. Okay, jetzt kann ich mir wenigstens ein paar Salamis machen. So. Rasch aufstellen. Zack. Love Faction und. Dann mache ich mal rasch ein paar Salamis hier. So. Aloe Vera habe ich einen. Super. Wie heißen die? Alien Assassin heißen die Viecher. Ja, also die Fläche hier ist auf jeden Fall super glatt. Also sobald wir ein Gefährt haben, kann man sich hier super bewegen. Also ich bin wirklich dafür, dass wir versuchen, uns hier in der Nähe irgendwo aufzustellen. Okay. Und ich habe hier auch irgendwie... richtig Ressourcen gerade gefunden. Wenn du dir mal meine Umgebung anguckst auf der Karte, sieht es krass aus. Ja, super. Ja, ich werde es schon irgendwie rüber schaffen. Ich habe bei mir, ich habe den See jetzt so gut wie abgegrast, habe ein bisschen Promethium noch unter dem Wasser gefunden. Okay, super. Aber... Ja, also ich werde mal zu dem See genau, rübergehen. Ich werde zu dem kleinen See, also zu dem größeren See rübergehen. Drüben ist die Spinne, der gehe ich lieber aus dem Weg. So. Ja, also ganz. Das ist wieder ein Anfang hier. Zum Glück habe ich es geschafft, sonst wäre das hier mega peinlich gewesen. So. Ja, also dann werde ich jetzt mal rübergehen zum See und auf den guten Toaster da warten. Und nichts tun. Däumchen drin. Ja. Genau. Aber aufnehmen, weißt du? So. Ich stelle mich einfach, oben auf den Berg und warte, bis ich dich sehe. Und dann gebe ich dir die Schuld, weil du so lange gebraucht hast. Oh, feier. Scheiße, ey. Scheißdreck, ey. So. Also, ich guck mal hier in den See rein, ob hier wenigstens dann Algen drin sind. Weil sonst wird's ja dann doch ein bisschen haarig. Aber das wäre halt jetzt so... Naja gut, aber andererseits trotzdem, selbst wenn die nicht drin sind, ist das immer noch eine gute Stelle bisher. Was auch interessant wäre mal zu testen, man kann ja man kann ja jetzt alles unter Sauerstoff setzen, ob man auch sozusagen Sachen unter Wasser unter Sauerstoff setzen kann, ob man sozusagen die dann halt das Wasser rausdrücken kann. Aha. Das wäre mal interessant. Ich wette nicht, aber es wäre cool. Du hast in deinem See schon Seetang gefunden, ja? 17 Stück, aber ich glaube, das war's jetzt. Okay, das ist wirklich nicht sehr viel, ne?
Warp Jump only in Cockpit? Achso, ich habe auch so ein J gedrückt. K wahrscheinlich. Ja, ich wollte L halt drücken, um Licht einzustellen. Und dann habe ich festgestellt, dass ich schon Licht an hatte. Oh, ja, den ersten Seaweed. Yippie. Ja, zwei Seaweed gefunden. Ja, ist noch eins, ja. Super. 100 XP. Ich bin so froh. Ach du Schande, also, das war aber... Ja, vielleicht ist es hier einfach weniger tatsächlich. Kann ja sein. Ist dann halt so eine Herausforderung, die man vielleicht zusätzlich noch auf Omikron jetzt hat. Weiß ich ja nicht. Gut, auf jeden Fall kriegt man was. Ist nicht viel, aber man kriegt was. So, dann... Was habe ich denn für Gegenstände dabei? Okay. Ich habe jetzt auch keinen... Da ist noch eine Veränderung. Guck mal. Ich habe gar keinen Sauerstoffgenerator mehr. Nur noch den Emergency-Sauerstoffgenerator. Ja, genau. Stimmt. Da bin ich auch so. Aber ich dachte gerade, ich hätte Orangenbäume gefunden, aber es ist nur so rot. Oh, ich habe eine Menge gefunden. Also hier in der Gegend, das ist viel. Ja, bei mir sind nur die Palmen. Und, naja, Holz gibt es hier in rauen Mengen, aber ich will eigentlich noch nicht mal die... ich will jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt ungern überhaupt Biofuel in den in die Kettensäge schmeißen. Nee, scheiße Monster. Bitte. Da kommt so ein Arachnid gerade. Ja. So eine ganze Herde, aber ich weiß nicht, ob die mich wirklich verfolgen. Nee, die laufen woanders hin. Okay. Ich laufe in Richtung von meinem... Ich werde jetzt mal zu dem Eisen gehen und schon mal ein bisschen Eisen abbauen. Aber ich werde mal vorher meinen Überlebenskonstruktor hier abstellen? Könnte ich da die ganzen Sachen schon mal reinschmeißen? Damit ich möglichst wenig dabei habe. Ah, eine Arachnide. Eine Spinne. Die Arachniden sind ja diese Dinger, die aussehen wie ein Skorpion. Ja. So. Komm. Aber die Spinnen sind zum Glück langsam und auch die Arachniden. Aber dieser Alien Assassin, der war ja mega anhänglich. Ja? Dabei hatte ich ihm gar keinen Heiratsantrag gemacht. Ach komm schon. Aber auch die Spinne ist gerade mega hartnäckig. Bei mir stand gerade Connection to Server lost, aber jetzt ist es wieder weg. Okay. Ja, ich hatte mal, das ist aber schon eine Weile her, mitbekommen, dass es da extra ein Update für gab, weil die wohl keine Einblendung hatten. Ja. Okay, ich muss die Spinne erschießen. Ich bin jetzt beim Eisendeposit. Und ich will hier bleiben und mich nicht verjagen lassen. Oh, noch eine Spinne. Das ist doch nicht zu fassen. Ja, was ich noch nicht habe, ist Magnesium, ehrlich gesagt. Da bräuchten wir auch dringend was. Also falls du irgendwie Magnesium unterwegs siehst, bring schon mal was mit. Werde ich. Ich werde jetzt erstmal, die Sonne geht bei mir gerade hinter den Bergen unter. Ich werde hier erstmal herstellen. Und dann... Also Seaweed Snacks meine ich. Und dann werde ich versuchen, über die Berge zu kommen. Puh, okay. Beiden Spinnen tot gekriegt. Wie viel Munition habe ich noch? Noch 78. Oh oh. Wir brauchen unbedingt Magnesium. Kobalt habe ich auch noch keins gefunden. Oder? Nee. Doch, Kobalt haben wir irgendwo aufgespürt. Wo denn? Da, okay. Da könnte ich auch noch vorbei. Kobalt und Kupfer sind nebeneinander. Dann würde ich die auch noch mal versuchen zu holen. Eventuell. Aber jetzt erstmal Eisen. Vor lauter Aufregung habe ich komplett vergessen, die Stoppuhr einzuschalten. Weißt du, wie weit wir sind? Wir sind bei 19 Minuten und 35 Sekunden. Ich habe jetzt einfach mal ganz kurz rausgetappt und nachgeguckt. So. Zack. Bohren wir uns drin hier. Gott, hier sind diese Würmer, weißt du? Diese kleinen Mini-Würmer. Ja? Die hier immer in so einer Prozession unterwegs sind.
Und die machen dauernd ein Geräusch. Und ich denke immer so, wow, was greift mich an? Voll nervig. Aber die sind ja nett. Ja, ja, klar. Genau. Ne? Also die machen sind das. Die gruseligsten Geräusche, aber... Genau. Aber erstmal bist du immer so, wow, was ist los? So, Seaweed habe ich 3 Stück. Das reicht gerade mal für einen Snack. Der hat aber noch was. Effective Against Food Poisoning, sehr gut. Falls ich mir Food Poisoning einfange, wäre das echt super. Die Opuntia-Kakteen helfen übrigens auch gegen offene Wunden zum Beispiel. Dann braucht man nicht gleich halt immer ein Medipack reinschmeißen. So. So, ich habe schon mal meinen Überlebenskonstruktor daneben aufgebaut, damit ich dann gleich meine Crushed Stones und sowas da drin verarbeiten lassen kann. Während ich mich jetzt erstmal an das Eisendeposit ranbohre. Ja, also ich hoffe, euch macht es Spaß, uns nochmal dabei zuzugucken, wie wir uns aufbauen. Das war nun wirklich nicht abzusehen, dass wir auf solche Probleme stoßen. Also keine Ahnung. Das war ein wenig faszinierend. So. Na komm, das mit der Boden verfärbt sich schon, da müsste jetzt eigentlich mal Eisen rauskommen. Das ist immer noch Crushed Stone, oder? Ja. Komme ich hier auch wieder raus? Ja, ja, okay, aber ich sollte hier vorsichtig mit sein. Du hast jetzt gerade gehustet, oder? Genau, geräuspert, aber es war... Okay, okay. Ich dachte eben gerade, was greift mich jetzt an? Ich bin voll paranoid im Moment. Das war krass. Ich habe das Problem, dass mein Unzug-Generator noch 28 Minuten, obwohl ich jetzt schon alle Fuelpacks wieder rausgenommen habe, 28 Minuten läuft. Ich will das sozusagen nicht verschwenden. Ich glaube, ich bleibe ein bisschen hier. Okay. Seid vorsichtig. So, Crushed Stone und das da reinschmeißen, dann kann ich nämlich schon mal anfangen. Wo mache ich das? Hier. Zack. Okay. Ja, ich fange dann sozusagen schon mal an, gleich mal Sachen zu bauen und so. Also gleich dann schon mal die ersten Betonklötze und sowas zu bauen, einfach um ein bisschen Zeit zu sparen. Ich hoffe, das funktioniert so. Ja, blöd, dass wir aus irgendeinem Grund nicht gemeinsam runtergekommen sind. Voll merkwürdig. Eigentlich sollten ja beide auf der... Also eigentlich sollten ja... Hätten wir ja zumindest beide auf der Sonnenseite runterkommen müssen. Wieso bin ich nicht auf der Sonnenseite runtergekommen? Das ist auch noch nie passiert, ne? Aber ich meine... Doch, ich hatte das schon einmal in einer... der Sachen, die es nicht funktioniert hat, da bin ich aber da runtergekommen, wo halt das Crashed Landing Ship war oder dieses Crashed Cockpit. Ja. Halt, wo so ein Start-POI war. Das war das Einzige. Wir haben hier auch gar keine Admin Station drauf, oder? Auf dem... Nö. Ja. Naja, Hauptsache wir haben einen im Weltall. Das reicht mir. Anfangs kann man mit denen sowieso nicht viel anfangen. So, ja, ach so, ich habe mir jetzt auch noch gar nicht angefangen, hier Sauerstoff zu produzieren mit dem Emergency Generator. Und mein Sauerstoff ist nämlich gleich alle. Haha, dann muss ich das nämlich auch hier hinsetzen. Und schon mal starten. Aber gut, ich weiß ja, dass wir hier halbwegs in der Nähe bleiben. So, da packe ich erstmal einen rein. Allow Faction. Nur für den Fall, dass du mal vorbeikommst. Und ich hoffe, der ist schnell genug her, damit ich nicht ersticke hier. Das wird noch interessant. Das wird noch wirklich interessant. Auf jeden Fall. Ich hoffe wirklich, dass ich auf dem Weg zu dir irgendwas finde, wo ich mal was mit dir machen kann, weil es wird echt hart. Ich habe zwar jetzt
29 Prometheum Fuel Pads. Mhm. Aber nur 5 kleine O2 Bubbles hat gerade die Hälfte in meinem Anzug voll. Und na gut, aber der Generator läuft. Ah. Das könnte knapp werden. Aber vielleicht. Ja, vor allem, weil die kleinen Generatoren halt ja auch nur, also hier auf dem Planeten ja nur mit 10% laufen, ne? Also das ist auf jeden Fall eine echte Überlebenserfahrung jetzt. Krass. Vor allem, wenn man davon ausgeht, wie entspannt jetzt. Okay, ich dachte, ich hätte gerade was gehört. Moment, ich gehe mal kurz umgucken. Wie entspannt jetzt der Heretic im Urlaub sitzt. Ja, genau. Auf seinem Spezialurlaub mit spezieller Diät. Das wird wieder was. So, wo war ich stehen geblieben? Genau. Nee, weil wie entspannt jetzt Aqua sein dürfte, ne? Mittlerweile kannst du sogar außen anbauen und so. Und das ist ganz krass. So, jetzt aber, mal gucken. So, ich denke mal, ja, dürfte auf jeden Fall die Folge rum haben. Daher eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny und natürlich auch von dem Toaster. Allerdings, ahoi. Und ja, dann sehen wir uns zur nächsten Folge und hinterlasst uns einen Kommentar und sagt uns, was ihr davon haltet, dass wir schon wieder anfangen. Wir Kacknoobs. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ciao. Ciao, ciao.